Der Fall Böhmermann und der Angriff auf unsere Presse- und Meinungsfreiheit. Groß die Empörung, groß die Solidarität. Gleichzeitig findet aber ein ganz anderer Angriff auf unsere Presse- und Meinungsfreiheit statt. Von vielen unbemerkt, quasi durch die Hintertür und indirekt. Worum geht's? Also, so ein Sender muss sich so einen kritischen Kopf wie den Böhmermann ja erstmal leisten können. Und dafür braucht ein Sender Geld, also Werbeeinnahmen. Und eine Zeitung braucht Werbeeinnahmen, um sich kritische Journalisten leisten zu können. Und ein Kinobetreiber um die Ecke braucht Werbeeinnahmen, damit er sein Kino überhaupt weiter betreiben kann. Bundesjustizminister Maas, der plant jetzt nichts anderes als eine Werbezensur. Das geht los beim Tabakwerbeverbot, geht über das Verbot bestimmter Motive in der Werbung. Und das ist nicht das Ende, das ist erst der Anfang. Das heißt, Verlagen fehlt dann das Geld für kritische Journalisten, weil einige Marken gar nicht mehr werben können bzw. dürfen und einem Kinobetreiber das Geld, sein Kino weiter betreiben zu können. Werbezensur ist also nichts anderes als eine generelle Zensur. Mit weniger Werbung wird es weniger Presse und wird es weniger Meinung geben bzw. publizierte Meinung. Und man muss kein Freund von Werbung sein, um ein ganz entschiedener Gegner von Werbezensur zu werden.